Servus und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Forza Horizon 3 und zwar hier mit dem Lamborghini Miura zur vorletzten Folge hier, das heißt zur vorletzten Folge, ich Idiot, zur letzten Folge, die unter der Zahl 200 läuft, denn das nächste Mal wird es die 300. Ausgabe hier in Horizon geben, so wollte ich sagen, natürlich nicht die vorletzte Folge, das wäre doch Schwachsinn, wir fahren natürlich hier durch, bis Forza Horizon 4 erscheint und ja. Um was geht es heute? Wir haben einerseits hier den Lamborghini Miura, den habe ich schon getuned, das hat einfach den Grund, ich hätte das Ganze eigentlich schon mal aufgenommen. Aber, Windows meinte so nach der Neuinstallation, wir verstellen einfach jetzt nochmal während Betrieb einfach so das Mikrofon. Und hat die Lautstärke komplett auf Null runtergedreht. Und das ist natürlich dann sehr zulasten, der Streamqualität gegangen. Beziehungsweise der Videoqualität, so würde ich sagen. Ich habe vorhin gerade noch gestreamt mit Ava. Dementsprechend kann es mal sein, dass ich mich kurz verrede. Aber wir schauen uns mal das Auto hier genauer an. Lamborghini Miura aus dem Jahre 1967, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Wir haben hier eine wunderschöne Lamborghini-Lackierung drauf. Das Ding ist wunderschön. Wir können hier mal aufmachen. Tut das so komisch. Achso, das sind die Scheinwerfer. Wenn ich hier aufmache, hört sich nicht so an. Genau, setzen wir uns mal kurz hier rein in den Lamborghini. Das Ding ist, wie gesagt, meines Erachtens sehr schön. Tür zu. Das Ding ist ein bisschen getuned, hat eigentlich einen Vollaufbau. So wurde sich das Ganze auch vom lieben Derbytor gewünscht. Hat Vollaufbau mit Standardmotor, aber fährt sich richtig geil und hört sich auch geil an. Da würde ich sagen, fahren wir gleich mal raus. Dann sehen wir das Ganze nochmal. Ah, das war der Drehzahlbegrenzer. Ja, das Ding hat mehr oder weniger einen Vollaufbau. Nur mit dem Serienmotor und ohne Aufladung. Habe ich schon viel Gutes gehört. Wir sollten versuchen, ihn für unsere Aufstellung zu verpflichten. Willkommen zurück, Hotshot. So, Sommersonne, Sonnenschein ist immer noch offen, also hat sich nicht viel getan. Man merkte, die letzten Aufnahmen sind nicht allzu lange her, aber es ist halt so, dass dazwischen halt der PC-Aufbau war. Und genau, das Ganze hier brechen wir ab. Das hat auch mit einer vorherigen Folge zu tun, die ihr auch nicht sehen werdet, weil das waren zwei Folgen, die ich im Stück aufgenommen habe. Und ja, das ist mehr oder weniger die 300 und erste Folge. Die ihr dann sehen werdet. Den muss ich halt auch ein zweites Mal aufnehmen. Aber das mache ich auch für euch gerne. Und ja, umso öfter auch, wenn es sein muss. Und wir fahren heute mal wieder seit langem eine Meisterschaft. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Und da haben wir echt Chancen, dass wir das Ganze hier gewinnen. Die Meisterschaft abbrechen. Und dann stellen wir hier eine Meisterschaft. Classic Racers. Nee, ich glaube, da fällt das Ding nicht rein. Hier genau. Das ist das Rare Classic. Dann nehmen wir gleich mal die hier, mal schauen, was da so alles mit reingepackt hat. Es gibt keine schöneren Rennen als die der Meisterschaft für seltene Klassiker. Oh Gott. Gut, da fahren wir ein bisschen Offroad, aber vielleicht kann er das ja auch, der Miura. Aber um was geht's denn heute hier? Um was geht's in dieser Folge? Wir haben natürlich wie immer auch ein Thema in dieser Folge. Und das ist, steht ganz klar im Thema Forza Horizon 1, 2, 3 und 4, die Entwicklung der Spiele. Und das werden wir heute mal so ein bisschen während dem Fahren hier auf den Zahn fühlen, ein bisschen schauen. Uiuiui. Die Sicht ist ja an sich geil hier. Wir haben hier richtig schöne Klassiker mit dabei. Wir haben Porsche mit dabei, wir haben Ferrari mit dabei. Wir haben Shelby mit dabei. Und ja, die Entwicklung von Forza. Das Ganze ist ja natürlich auf der 360 losgegangen. Damals war das Spiel für mich revolutionär. Sowas habe ich mir immer gewünscht. Und Forza hat mit Playground Games gemeinsam hier eben Forza Horizon 4 auf die Beine, Forza Horizon auf die Beine gestellt. Und das war für mich damals so ein richtiger Wow-Moment. Ich habe ja vorher schon sehr aktiv Forza gezockt mit Forza Motorsport 4, Forza Motorsport 3, beide Teile sehr intensiv gesuchtet, wobei den 4er erst relativ spät, weil ich eigentlich mit 3 glücklich war. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, für was ein Nachfolger. 2 hatte ich auch schon, das war nämlich mein erstes Rennspiel, was ich überhaupt hier für die Xbox besessen habe. Ich bin ja von der PS2 auf die Xbox 360 umgestiegen, auf der PS2 schon viel mit Gran Turismo unterwegs gewesen, aber eben da umgestiegen dann auf Forza und das hat schon richtig Spaß gemacht und dann kam eben die Ankündigung Forza Horizon 3. Ich mir gleich die Demo runtergeladen, als das möglich war, gleich gezockt und habe festgestellt, das Ding macht Laune.
damals war es halt so, Open World war im Sinne von dem, du hast hier die Straße, kannst du frei befahren, kannst du befahren, wann du willst, mit was du willst, das ging alles. Tuning gab es damals sicher, du konntest keinen Wagen tiefer legen oder so, zumindest kein Feintuning, du konntest ihn schon tiefer legen. Aber das war halt dann standardmäßig, was das Rennfahrwerk drin hatte, aber eine Feinabstimmung gab es halt nur im Motorsport dazu damals. Das gab es anders nicht. Und ja, dann war es eben so, das Ganze auch gekauft in Kombi mit dem Wireless Wii, was damals von Xbox gab für die 360. War ein riesen Klumpatz dieser Controller, aber es hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht, Horizon zu fahren. Und damals, ich hab's geliebt, das frei rumfahren, du konntest hinfahren, wo du wolltest. Du warst halt nur ein bisschen limitiert, was die Umgebungen angeht. Es gab zwar ein paar so Play Areas, nenne ich es einfach mal. Sprich, Flecke, wo du jederzeit hin konntest, wo du frei rumfahren konntest. Wie zum Beispiel der Golfplatz oder der, die eine Häusergegend. Oben bei der Mine, bei den alten Minen gab's was. Wo gab's noch was? Im Industriegebiet gab's was. In der Stadt gab's so einen kleinen Bereich. Also da gab es schon ein paar Flecke, wo man komplett frei rumfahren konnte, aber es war halt schon noch sehr, sehr streng limitiert. Und ja, aber an sich das Spiel war geil. Die Grafik war für damalige Zeiten richtig gut, die Autoauswahl war groß. Es gab revolutionäre Autos wie den 509XX, den Aventador, der dazu mal ins Neue rauskam. Also da waren schon richtig, richtige Kaliber mit dabei. Und ja, hat richtig Spaß gemacht. Dann, mit der Xbox One kam ja Forza Motorsport 5 und danach Forza Horizon 3, und als das angekündigt wurde, hat es mich voll von den Socken gehabt. Es war einfach ein Wow-Moment und das ist für mich immer noch einer. Also wenn ich mir den Trailer von damals ansehe, ist es einfach wow. So, erstmal hier das Geld einkassieren und dann reden wir weiter. 3 Sekunden sogar zum Schluss rausgeholt. Habe ich nicht damit gerechnet, aber ist schon mal gut. Ist schon mal gut für die Meisterschaft, ist schon mal gut für uns, ist gut für unser Geldbeutel, denn Platz 1 bringt natürlich mehr als Platz 2. 24.000 Credits, ein paar EP gibt es auch noch oben drauf, aber für den Stufenaufstieg brauchen wir jetzt schon einiges. Und ja, der Trailer war für mich richtig so, wow, was ist bitte jetzt los? Drehen sie jetzt alle am Rad oder so, habe ich mir jetzt im ersten Moment gedacht, weil es war einfach Bombe. Wir fahren da gleich mal hin, ist nicht ganz frei. Und ja, was hat Forza Horizon 2 dann wirklich so revolutionär von der Weiterentwicklung her gesehen mitgebracht? Wir haben eine viel größere frei befahrbare Map gehabt. Da konnten wir die ganzen Felder heizen. Ja, konnte es einfach viel mehr frei rumfahren. Klar gab es noch Bereiche, die gesperrt waren, die gibt es hier jetzt in Horizon immer noch, aber sie wurden halt immer weniger. Und ich vermute, dass man sogar bei Forza Horizon hier komplett frei rumfahren können, dass der nirgendwo mehr ein Bereich ist, der uns irgendwie limitiert, wie hier zum Beispiel der Berg, die zwei Berge, da kommst du irgendwie nicht ran. Das ist einfach rundherum abgesperrt und das ist so. Genau, also wenn wir da mal kurz auf die Map schauen, wir haben ja schon ein paar Bereiche, wo wir nicht hin können. Wir können hier nicht rauf, das geht nicht, wir können hier nicht rauf, geht ebenso wenig. Hier geht's, was ich weiß. Nee, da ist auch zu steil, da kommt man dann auch nicht rauf. Also bis zum EP-Schild geht's, aber weiter hoch geht's dann leider nicht. Das ist noch, dann hier der Berg ist und hier der Berg. Die sind aktuell nicht befahrbar. Hier der Berg ebenso, da kommt man auch nicht rauf. Wenn ich's richtig im Kopf habe. Oder ich bin noch nie raufgefahren. Kann natürlich auch möglich sein. Aber das sind so die Bereiche, beziehungsweise auch hier der, wo man nicht hinkommt. Hier ist sowieso out of map, das ist egal. Aber hier kann man ja außen rund herumfahren, aber hier innen drin an sich ist halt nicht befahrbar. Und das hoffe ich halt, dass bei Forza Horizon 4 nochmals dementsprechend weniger wird. Oder hier haben wir auch einen Bereich, das hätten wir dann ruhig auch befahren können. Geht aber nicht. Das hoffe ich halt so ein bisschen, dass bei Forza Horizon 4 mit dazukommt. So als weitere revolutionäre Stufe. Aber erstmal zurück wieder zu Forza Horizon 2. Damals die Grafik natürlich Bombe. Also kein Vergleich zu Forza Horizon 1. Menüführung war legendär. Man konnte zum ersten Mal das Auto selber einstellen. Was natürlich auch zu dem Zeitpunkt für Forza Horizon nicht bekannt war, also dass man da selber das einstellen kann. Und der hat ein bisschen Leistung, glaube ich, drunter. Aber immer noch das alte, schwammige Fahrwerk. Sieht irgendwie lustig aus zum Zusehen. Und ja, das war schon mal ein richtig starker und guter Schritt, den sie da gemacht haben. Und auch sehr revolutionär, finde ich.
zumindest revolutionär in der Spielgenre. Finde ich auf jeden Fall gut. Kann man das öfter so machen. Dann der Spielspaß. Der Spielspaß ist, glaube ich, in Horizon 2 mitunter jetzt immer noch der größte. Also das war geil, macht immer noch Laune. Also hätte ich eine 360, eine One immer noch, so nicht 360, eine One, würde ich es immer noch zocken. Also definitiv, das hat echt Laune gemacht. Ich habe es auch erst kurz bevor ich die One verkauft habe, habe ich es angeschmissen. Und mein Arbeitskollege, der das Ganze von mir abgekauft hat, also nicht die One, sondern er hatte ja schon aber die Spiele, weil danach er wollte keine Spiele dazu haben. Wahrscheinlich ist ihm seine Konsole eingegangen oder so, ich weiß es nicht. Aber mein Arbeitskollege hat ihm die Spiele gekauft und hat auch gesagt, Horizon 2, das macht so viel Laune. Und das war schon geil, auch das Menü damals, das war gut aufgebaut. Wobei ich ja immer noch sagen muss, wie es im ersten Teil war mit dem Festival, wo du hier rumfährst, da kannst du dein Auto lackieren, da kannst du die Autos kaufen, da ist der Club zum Betreten, das alles. Da ist deine Garage, das war irgendwie schon geil aufgebaut und hat mir Spaß gemacht. Das ist mir dann auch beim zweiten Teil so ein bisschen abgegangen, aber ansonsten die Menüführung im zweiten Teil war auch richtig geil. Und wie gesagt, hat grafisch ein richtig guter Fortschritt. Dann war ja Forza Motorsport 6. Forza Motorsport 6 hat schon mal eine richtige Schippe auch nochmal gegenüber 5 draufgelegt. Was Optik angeht, was Verarbeitung angeht, was Möglichkeiten angeht. Und das hat sich natürlich auch Horizon 3 hier nicht nehmen lassen. Wir haben natürlich auch einiges drauf gepackt. Optisch, grafisch sieht es natürlich besser aus. Die Map ist eingänglicher geworden, das habe ich ja schon erwähnt. Wir haben jetzt viel weniger Flächen, wo wir nicht hin können. Ein italienischer Kampf hier, den ich verliere, weil ich außen bin. Und hat uns hier auch noch ein anderer Kollege überholt. Also für Offroad sind wir nicht so gebaut, kommt mir vor. Wie wir jetzt nur uns im Wasser, ich glaube, wir liegen ein bisschen zu tief. Aber was der hier für eine Streckengebung drin hat, das ist ja echt schlimm. Und jetzt würde ich mich wegrennen, da spuren wir mal ein bisschen zurück. Da hat sich dann schon hier zu Horizon 3 einiges getan, wenn nicht sogar viel getan. Was die Map-Freigängigkeit angeht, das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Schritt nach vorne gewesen. Jetzt gewinnt der Ferrari gegen beide Lambos, das darf noch nicht wahr sein, nur Rang 5 für uns. Das ist im letzten Rennen müssen wir gewinnen, dann müssen wir vorne sein. Ansonsten haben wir gegen den Aston auf jeden Fall ein Problem. Der führt jetzt mit 6 Punkten Vorsprung, wenn wir da gleich ziehen wollen, muss ich das ganze Ding gewinnen. Aber wenn ich vorbeiziehen will, so muss ich das ganze Ding gewinnen, da hilft alles nicht. Hilft kein Daumenring, kein sonst was, dann müssen wir wie gesagt nach vorne. Und ja, wie gesagt, revolutionärer Schritt eben Grafik und die Freigänglichkeit der Map. Das Menü, das ist mittlerweile echt Bombe, also das gefällt mir gut. Das darf sich auch nochmal weiterentwickeln. Was? Ich habe jetzt was gewonnen? Eine Horizon Edition. Sagt man doch auch nicht nein, oder? Verfügt 10 ultimative Sprungfähigkeiten, um den Mustang Boss 302 Horizon Edition zu erhalten. Sagt man nicht nein, würde ich mal behaupten. Gut, dann haben wir jetzt aber noch eine Veranstaltung. Und zu der fahren wir jetzt auch mal hin. Das ist nicht allzu weit, das sind 8 Kilometer. Dann passt das genau für die Folge. Was hat sich am Horizon noch so getan, bis auf Menü, Grafik und Freigänglichkeit, wobei das ja auch schon mal nicht wenig ist, Leute, das darf man nämlich vergessen. Ja, es hat sich die Aufmachung des Festivals schon mal geändert. Also wir haben ja schon mal bei Horizon 2 den Schritt gehabt, ein Festival auf mehrere Festival Außenposten, haben die damals geheißen. Es waren einfach, wir haben ein zentrales Festival gehabt. Da hat das Ganze auch gestartet, fand ich auch geil. Auch die Position vom Festival schön mittig in der Karte, das fand ich soweit gut. Und dann eben die Außenposten in den verschiedenen Ortschaften. Fand ich richtig geil, auch die Landschaft mit Italien, Frankreich. Das hat schon irgendwie so ein Charme Südeuropa eben mit sich gebracht, fand ich geil. Bei Horizon 3 jetzt kam eben der Schritt nach Australien und was komplett anderes in dem Sinne. Wir haben jetzt nämlich 4 Festivals gehabt.
Und wir waren nicht ein Festival-Teilnehmer, so wie es beim Zweier noch der Fall war und auch beim Einser, sondern wir waren der Festivalleiter. Wir haben entschieden, wie verläuft das Festival. Und das ist auf jeden Fall aus Seiten der von Playground Games eine gute Idee, eine gute Entwicklung. Ich persönlich muss aber sagen, ich hätte mir da eher Horizon 2 weiterhin gewünscht. Also da war Horizon 2 dann doch irgendwie für mich besser, weil du bist dann von Außenposten zu Außenposten gefahren, hast dann Roadtrips irgendwie mit drin gehabt. Das war halt irgendwie so ein bisschen stimmig, das hat irgendwie alles Zusammenhang gehabt, hier eher weniger. Du schaltest zwar, wenn du das Festival ausbaust, wieder neue Rennen frei, aber du suchst halt einfach eine Strecke aus, fährst halt eine Meisterschaft oder ein Fanrennen und das war's dann. An sich mit den ganzen Schaurennen, die es eh schon seit dem ersten Teil auch gibt. Damals hat das Ganze angefangen mit Mustang hoch gegen die Mustang, also das Flugzeug. Finde ich geil. Bleibt auch hoffentlich wieder, oder bleibt auch weiterhin mit, haben wir schon gesehen, mit dem riesigen Hovercraft, also mit dem riesigen Luftkissenboot. Oder auch mit dem Motocross da fahren. Also das bleibt ja alles, das ist ja gut. Aber hier finde ich, da ist einfach kein Zusammenhang mehr zwischen den verschiedenen Rennen oder Festivalgeländen da. Klar, du musst dann zu dem Festivalgelände fahren, um das auszubauen, aber das ist kein richtiger Roadtrip mehr, finde ich. Das hat irgendwie nichts mehr so den Charme, den es bereits in Horizon 2 hatte. Und das ist irgendwie so ein bisschen schade. Aber ja, erstmal hier Meisterschaft fortsetzen. Ja, aber gut, ich finde, es gibt natürlich auch Schlimmeres. Also ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann in Horizon 4 wird. Da geht es ja mehr oder weniger auch von den Festivals weg. Da geht es auch ein bisschen mehr ins Hintertreffen des Festivals. Ein bisschen privates Leben, Arbeiten dazu. Das finde ich auch, das finde ich sogar eine bessere Entwicklung, als wir das hier mit dem Festival managen. Wenn ich jetzt mal ganz offen und ehrlich hier rausrede aus der Seele. Die Entwicklung finde ich wieder gut, wie die Umsetzung ist, müssen wir abwarten. Aber ansonsten muss man schon sagen, Horizon hat sich super entwickelt. Aber ist trotzdem immer noch vom selben Konzept geblieben, was wir von Anfang an hatten. Also das Spiel hat sich nicht neu erfunden, es hat sich einfach weiterentwickelt. Das finde ich auch gut so. Wie dann genau der neue Ableger von Horizon 4 sein wird, müssen wir abwarten. Das können wir heute nicht sagen. Zumindest wir können es nicht sagen. Hans und Huber kann es vielleicht schon sagen. Der weiß ja alles. Hauptsache der Dacho zeigt auf bis 10.000 an, das ist doch echt krank. Sonst aber gerade so hier vorbeigedriftet. So, haben wir jetzt wieder hier die Konzentration gefunden. Ich muss dazu sagen, es ist bei mir bereits 10:45 am Abend. Ich habe vorher noch gescreent, bevor ich Formel 1 aufgenommen habe 10 Stunden gearbeitet. Also ich bin ein bisschen ausgelaugt heute schon, aber egal. Dafür schlafe ich nachher gut. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wie gesagt, Forza hat sich nicht neu erfunden. Horizon, das hat sich einfach stets weiterentwickelt. Und das ist etwas, was ich persönlich gut finde. Denn warum soll man sich neu erfinden, wenn das Spiel eh schon an sich eine verdammt gute Basis hat? Da kann man gut drauf weiterentwickeln, kann man gut drauf fortsetzen. Das finde ich, haben sie hier mit Horizon 3 schon mal gut gemacht. Klar, es gibt immer was, was früher besser war. Das ist immer so. Aber an sich, Horizon 3 ist kein schlechter Titel. Für mich macht aber immer noch am meisten Spielspaß der zweite Teil. Das ist für mich immer noch so ein bisschen der beste Ableger. Das sind halt die Geschmäcker, die sind halt unterschiedlich. Wir verlieren hier die Meisterschaft, Leute. Wir kriegen den Essen nicht mehr. Aber gut, in dem Sinne Gratulation an den Kollegen da vorne. Das dürfte jetzt normalerweise der Meisterschaft sein. Nee, wir haben trotzdem gewonnen. Okay, bin ich auch happy. Sieg der Meisterschaft. Ich würde sagen, das war's jetzt aber für diese Ausgabe, wenn es dir gefallen hat. Lasst doch ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine weitere Empfehlung da. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.